Nee, alles top. Frisur sitzt, drei Wettertaft hält. Also Jojo, Mr. Ghostfinker, habe ich gehört, da ist was Neues am Start. Du hast so eine aussagekräftige Session gemacht, die hieß Hilfe, meine Lernenden bringen sich ein. Jetzt musst du aber uns auch mal erklären, was da in der Session abging und was du damit erreichen wolltest. Also das plakative Thema hat, denke ich mal, funktioniert, ist auf jeden Fall voll. Ich habe aber gleich am Anfang auch so einen kleinen Dämpfer bekommen. Da hat nämlich eine Session-Teilnehmerin gesagt, ja, was mache ich denn, wenn sie sich nicht einbringen? Das sollten wir zuerst mal diskutieren. Ui. Und ja, da haben wir auch darüber gesprochen, weil wir sind ja auf dem Barcamp. Das heißt, die Session hat sich entsprechend entwickelt. Okay. Wir haben aber auch darüber gesprochen, was mache ich denn mit den ganzen Inhalten, die von Lernenden erstellt werden. Weil das war eigentlich das Ziel der Session. Und ich habe mal damit angefangen, eben aus unserer Erfahrung, wir haben teilweise Blended Learning Veranstaltungen, die dauern 2 Wochen, 30 Leute und die erstellen wir locker flockig 1500 Lernartefakte. Das heißt 1500 Blogbeiträge, Videokommentare und Dokumente. Das ist ordentlich. Genau. Und da sind wir natürlich auch immer mit unseren Dozenten oder mit unseren Kooperationspartnern und Kunden auf der Suche nach guten Möglichkeiten, wie können wir das strukturieren und vor allem, wie können wir qualitatives Feedback auf diese ganzen Lernartefakte geben. Okay. Was ist dein Fazit von der Session? Das Fazit ist, jetzt muss ich nochmal kurz ausholen. Und zwar auf der einen Seite haben wir verschiedenste Elemente identifiziert, die blockieren, wenn Lernende eigentlich partizipieren wollen, sich selber mitteilen wollen. Zum Beispiel lernkulturelle Aspekte, aber auch soziale Aspekte im Unternehmen. Zum Beispiel will ich nicht sagen, weil der andere Kollege das dann gegen mich verwenden könnte. Okay. Das heißt, da haben wir eigentlich so einen neuen Themenblock aufgemacht, den man sicherlich in einer anderen Session auch dann besprechen könnte. Auf der anderen Seite haben wir ganz interessante Möglichkeiten auch identifiziert, wie man Inhalte verdichten kann. Und zwar innerhalb von Peergroups beispielsweise, die dann iterativ sich mit den Themen befassen, gegenseitig auch rückspiegeln und dann eigentlich eine verdichtete Version erst an einen Coach oder an den Dozenten weitergeben. Das fand ich sehr, sehr interessant. Gleichzeitig haben wir auch identifiziert, welche Möglichkeiten es eigentlich gibt, in der Präsenzphase sozusagen Inhalte mit in die virtuelle Phase zu nehmen und sie dort eben nochmal aufzubereiten. Also klingt stimmig und rund. Vielen Dank dir, Jojo. Gerne. Danke, Marcel.